Was geht ab, Freunde? Willkommen zu TikToks mit Hamed. Heute gucken wir TikToks. Fang an bei den TikToks, auf die ihr mich markiert habt. Was wird mir hier vorgeschlagen? Ich hab dir nichts getan! Ja, lock dich nicht zu mir. Gut ist, lass mein Haus in Ruhe. Ey, Digga, fang nicht den Krieg an. Lass mich nicht in die Hölle gehen, mir Smaragd holen und dich in den Arsch ficken, Digga. Guck mal, hör zu, ich sag das jetzt. Walla Villa. Ich war das erste, Digga. Ich spreng jedes Haus, Digga. Ist mir scheiße. Wenn du ein Mann bist, spreng. Wenn du ein Mann bist, wenn du ein Mann bist, spreng. Wenn du ein Mann bist, spreng. Wenn du ein Mann bist, spreng. Ich verliere all meine Sachen, wer zählt? Ja, du verlierst dich selber, Langdamm! Warum? Breitenberg, ey. Breitenberg in Minecraft. Alter Mann, Rentner. Hol dir die Rentenversicherung. Wir gehen später auch noch in Minecraft. Ach ja, vergesst nicht, Ausrufezeichen Gamer of the Year Chat. Ausrufezeichen Goti. Votet für mich. Das Voting geht nicht mehr lange. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Geht nochmal mit mehreren Accounts rein. Tack, 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 tack. Boom. Okay? Link ist in der Beschreibung gerade. Ich brauche euch, Chat. Ich brauche euch. Geht rein. Moin, Flatzen, hier ein kleines Transfer. Adar Güler zu Borussia Dortmund. Transfer-Update. Borussia Dortmund möchte wohl Adar Güler von Real Madrid verpflichten. Adar Güler. Eine Laie ohne Kaufoption. Man darf gespannt sein, was passiert. Ciao, ciao. Einfach live aus Gefängnis, Chat. Fabrizio Gefängnis, Romano. Moin, Flatzen, hier ein kleines... Fabrizio Rumänien. Ey. Digga, krass. Das ist, glaube ich, derselbe Hersteller, der das Messi-Anime-Edit gemacht hat. Aber checkt ihr, was er damit sagen will? Im Messi-Anime-Edit waren Naruto, da war Goku und Ruffy. Und bei Ronaldo sind halt immer die Zweitbesten dabei. Checkt ihr? Die Side-Characters. Ein TikTok von den Side-Characters. Checkt ihr? Aber auch gut gemacht. Auch gut gemacht. Let him cook. Ja, das ist von dem. Krass. Stark, aber nein. Real Talk, sehr geile Edits, Bro. Dieser Berkan Sergio. POV, du hast ein Buch bestellt, wie man scammt und es ist nach 3 Monaten immer noch nicht da. Geil. Deswegen bin ich froh, dass mir meine Mutter nicht im frühen Alter... Doch, ich hab ein Handy gehabt, dann früh, Alter. Die ist 13. 15. 13. Boah! Okay, gut. Digga, ich kenne mich aus mit 13-Jährigen. Bruh. War das nicht gemeint, Bruder? So war das nicht gemeint. Ich geh nach Hause, Bruder. So war das nicht gemeint. Ist dein Ernst, Bruder? Berko, meinst du das ernst? Meinst du das ernst, Bro? Geh nach Hause, Bruder. Nee, LDS, denkst du? Das war doch nur... Das bezogen, weil ich habe viele Cousins, ich weiß so, okay, die waren auch klein, die sind gewachsen, ich wusste so. Weil ich so zum 13. Geburtstag, die wollten immer die neuesten Jordans. Warum deine Cousins hatten mit 15 Vollbart, was redest du da? Digga, ist nicht mal FBI, Digga, Berko ist noch 14 Jahre alt, so alles gut. Digga, was haben wir für krasse Edits heute? Was haben wir für kranke Anime-Edits heute? Digga, Real Talk, beste Folge, was Anime-Edits anging. Wieder Lag, ja okay, aber es ist nicht komplett weg. Ich sehe den Lag-Chat. Aber es, okay, es war nur kurz laggy. Er ist aber nicht weggegangen. Alles gut. Üch. It is impossible for you to own a mirror that has never been used before. Because the second that... Was ist das für ein Blick? Er hat nicht mal ein Mikrofon, er darf nicht mal reden. Er hat nur das Polster in der Hand. Because the second that mirror was created, somebody saw their reflection to test if it was working. Isn't it concerning that it is impossible? Nein. Oh nein, Bro, ich hasse diese Edits mit dem Wasser dahinter. Bro, Mann, wie ekelhaft, Mann. Ich hab mich ehrlich erschrocken. Denergy und Eldos machen einen Song gegen Edis. Oh nein. Let's go. Alles natürlich auf Content und Spaß. Adelan, yap amana quim. Edis, der Schmale. Benimm dich.
Edis. Es wird Zeit, was zu sagen. Eldos. Edis, der Schmale. Edis, du bist so schmal. Große Klappe, aber kleine Arme. Körperbau wie ein Star. What? Weicher Kern und weiche Schale. Eldos, fresh. Mit dem Etterschnitt. Während Edis im Hotel sich mit Alexis trifft. Edis, boah. Boah, ich will gar nichts dazu sagen. Ich will gar nichts dazu sagen. Bruder, distanziere mich. Du bist winzig, wenn du im Ring bist, siehst du nur noch bis nicht. Okay, du machst MMA, aber das ist mehr Weight. Ja, ich sprenge dein Haus und das in jedem Game. Und vielleicht hast du mal Eldos geparkt. Trotzdem hat am Ende jeder über... Und mir. Das war zu viel, Chat. Ehrlich, das war einer zu viel. Das war das Respektloseste bisher. Digga, geiles Video, aber ich komme immer noch nicht klar auf den Disc gerade. Was ist denn das? Sidney, du bist auch eine Peach, sage ich. Was? Peach! Alter! Alter! Honey Boo! Ich bin ehrlich, ich wollte einfach nochmal dieses Geräusch hören, dieses Boom. Peach ist aber heftig. Also. Also, das ist. Digga, wer muss immer so krass. Das ist Fabo, ne? Fabo scheißt so krass sein mit seinem. Ami! Mann! Bruder, er hat wirklich ein Level an Ton erreicht. Das ist gar kein Ohrenschmerz mehr, nur manche Leute hören das. Kann sein, ihr habt Fabo gerade gar nicht gehört mit Arme, Mann. Kann sein. Nein, ich dachte, das heißt sowas wie Dummkopf. Sie wusste, nein, was das heißt. Sie wusste, was das heißt. Nein, ich bin natürlich nicht, Alter. Okay. Hamed, verpiss dich, Junge. Ich hab gar keinen Bock drauf, Alter. Geh mal weg mit deiner Scheißlache. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ey, es eskaliert. Boah, wer schreit da eigentlich wie so ein Affe? Wer hat da dieses diesen Affensound? Das ist Sid, yo, Bro, YouTube, chill mal ein bisschen. Das ist Edis, der hat Soundboard, ne? Es eskaliert. Bruder, diese Lache war persönlich, Hamid. Ich wusste, was das heißt, Edis. Ja. Guck mal, ey, Bruder, ich lache nicht mal so. Die sagen, ich lache... Ja, moin. The skill-based matchmaking after one good game. Hey, wie gottlos! Wie gottlos! Mike Tyson! Wie gottlos! My first heartbreak was a girl. My first heartbreak? Ehrlich, Gänsehaut. Dog can't stop smiling after being adopted. Ey, wenn Hunde grinsen, ist es dann wirklich genau wie Grinsen bei uns Menschen? Ist das dasselbe? Also grinsen die wirklich, wenn ihre Mundwinkel so... Ich weiß, ich habe keinen Hund. Keine Ahnung. Ja? Wie süß, Digga. Bei denen ist andersrum. Stell dir vor, bei denen ist andersrum. Hier unkorrekt wäre dieses TikTok. Süß. Süß. Angeblich sind die Hunde nervös oder gestresst. Wenn das Maul offen sind, sind sie glücklich. Bruder, er war gar nicht glücklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nervös oder gestresst. Stimmt das? Nein, mal offen, auch Stress. Ein Hund kann seine Emotionen nicht so leicht zeigen. Dieses Lächeln ist purer Stress. Wenn er sein Maul aufmacht und dabei so hechelt oder auch so leicht lächelt, ist auch purer Stress. Dann müsste mein Hund Dauerstress sein, der lächelt nur so. Ach, Bruder, keine Ahnung. Are you ready to go to Disneyland? Yeah! Yeah! Oh, der arme Bro. Der arme Bro. Er sagt Disneyland einfach Zahnarzt. Ich hätte gesagt, nein, nimm diese Maschine und mach sie einfach in meinen Kopf rein. Scheiß auf meine Zähne. Scheiß drauf.
Ich liebe einfach diese Menschen, mit denen man richtig Spaß haben kann, aber auch unnormal Deep Talks führen kann, ohne dass cringe wird. Einfach generell mit sich mit Leuten umgeben, wo es sehr angenehm ist. Wisst ihr? Aber auch keine, die so Scheiße bauen und so. Ihr sucht euch eure Freunde immer selbst aus, Chat. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Leben. Ihr werdet einfach Entscheidungen treffen, euch mit bestimmten Leuten zu treffen. Und diese Entscheidungen sind sehr wichtig, weil die Freunde, die dich umgeben, zeigen auch, wie du bist. Beziehungsweise wie dein Leben sich weiterentwickelt. He told me he used to play football professionally. Nein, Digga. Da, dieser Pass war so ein richtiger Eli-Pass, Real Talk. Der Pass jetzt, das ist ein Eli-Pass. Das ist original ein Eli-Pass. Das war Eli-Pass. Mit diesem Fuß noch mitbewegen. So hoch. Würdet ihr euch auf die Toilette trauen? Ist ja respektlos. Nee, warte. Zack! Jetzt wird das undurchsichtig. Guckt euch diese Toilette an. Zack, jetzt kann jeder rein. Hä? Hä? Wie? Wie? Bro, wie? Stellt euch mal vor, die Toilette ist nur von innen durchsehbar. Danach. Boca Juniors, ey, wird safe Mesut Özil Edit kommen. I want to be a winner and I want to win titles at the end. At the end we won the Champions League, so I think it should be not too bad to say I come here to also win titles and... Er sagt, I come here to win titles und wechsel zu Tottenham. Bruder, Tottenham hat nicht einen Titel. And to win something. Wenn du was gewinnen willst... Nee. Übersetzung kommt... Blood's not him. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Alter. Ist das AI oder real? Ich glaube, das ist AI, weil es ist immer John Monteri am Laufen. Immer. Das AI. Da sind keine echten Immobilien. Aber es sieht so krass aus. Es sieht wirklich so krass aus. Hauptschule auf der Toilette. Scheiße. Dicker. Ey, Mann. Respektloses TikTok. Sag nein zu Spielotheken. Drake Riss. Alter Ego. Anita Maxwin. Anita Maxwin. Yo, what the fuck? Hey, yo! Ich gehe jetzt in die TikToks, die ich selber geliked habe. Ich habe normalerweise mein Geld drauf, mein Konto. Das war's. Ich habe keine Schulden, nix. Deswegen, ich bin schon seit 5 Tagen keine Schlafen und keine Kraft. Der 36-Jährige verdient sein Geld in einem 100 Millionen Euro Schulden. Doch auf das Gehalt kann er seit fast einer Woche nicht mehr zugreifen. Selbst die Miete für seine Wohnung kann er nicht mehr zahlen. Doch wer ist schuld an dem Millionenfehler? Fassungslosigkeit bei ihm und seinen Freunden. Oh mein Gott! Guck, minus 100 Millionen? Minus 100 Millionen Euro. Ich bin auch schockiert. Metin Yasin möchte eine Erklärung, versucht vergeblich in der Bankfiliale den Fehler aufzuklären. Hier kann niemand dem mutmaßlichen Millionenschuldner eine Auskunft geben. 100 Millionen Euro minus mein Konto und immer noch nicht keine einziger so Mitarbeiter helfen. Fast 100 Millionen Schulden, eine unfassbare Summe. Yasin müsste jedem einzelnen Bewohner... Ich habe normalerweise mein Geld... Das ist zu respektlos. Ich schwöre, dass ich Dönerpreise auf 3 Euro lasse und dass jeder sich Seiten auf 0 leisten kann. Uff, hast du ganz stark gesagt. Let's go, Merkel! Let's go, Merkel! Ich schwöre, dass ich... Wer hat sie rausgevotet, hä? Wer hat sie rausgevotet? Dönerpreise auf 3 Euro lasse und dass jeder sich Seiten auf 0 leisten kann. Uff, hast du ganz stark. Nimmt Olaf Scholz Kapitän weg!
Ich schwöre, dass ich Dönerpreise auf 3 Euro lasse und dass jeder sich Seiten auf 0 leisten kann. Uff, hast du ganz stark gesagt, Habibi. Habibi. Alles für die Shababs, weißt du? Ja, mein Bester, Alter. Ich schwöre, dass ich Dönerpreise... Alles für die Shababs, Chat. Ich schwöre auf alles, ich habe wegen dem Auto geliked. Ich habe wegen dem Auto geliked gehabt. Weißt du, was peinlich wird? Digga, ich hab nur wegen dem Auto geliked, Real Talk. Weißt du, was peinlich wird, mein Freund? Wenn du es wagst und es nicht schaffst und dann sagst du, oh, wollte es eh nicht. Ich werde dich in Grund und Boden wählen. Hä? Natürlich werde ich es nicht schaffen, Digga. Bist du blöde? Ja, meine Community, okay? Meine Community ist eine Macher-Community. Sie werden dich wegmachen. Du könntest Game of the Year werden, höchstens. Aber du wirst nicht Game of the Year. Ja, brauchst du auch gar nicht probieren. Ich werd Game und dann of sagt the Year. Und dann sagt das am Ende, ja, wollt eh nicht probieren. Es ist eine Schande, dass du es probierst. Digga, ich steh nicht mal zur Debatte. Ich kann auch gewinnen. Was hast du davon, Robert? Das ist so, wir stehen auf das gleiche Mädchen und du sprichst sie an, nur weil du weißt, dass ich sie hübsch finde und du willst sie eigentlich gar nicht, aber du findest es einfach geil, dass ich es nicht habe. Und sowas macht man nicht unter Bros. Und dann gibt sie mir am Ende vielleicht einen Korb und dann sagst du, oh, ich wollte sie eh nicht haben. Das stimmt. Hä, hey, was? Falscher Mensch, was? Falscher 50er. Was? Oh, das stimmt. Also sagst du, Jello, du bist bessere Gamer als ich. Gamer of the Year. Ganz einfach. Wir werden sehen, wer es wird. Mods, sofort meinen Link rein. Alle 20.000 sofort abstimmen. Sofort. Ich hab auf Instagram. Digga, ich werde dafür mehr Werbung machen als für Elevate neue Kollektion, alles. Einfach nur, um dich brechen zu sehen. Ja, Chat, ich werde Game of the Year. Mist. Mein Link ist in der Beschreibung. Was peinlich wird, mein Freund, wenn du... Ausrufezeichen Goti. Hey, hallo. Hi. Digga, Real Talk, ich hab meine Nachbarn, einfach voll viele noch gar nicht gesehen. Auf Ernst, ich kenne nicht mal alle meine Nachbarn. Ich kenn so, sagen wir, 3 Nachbarn. Ich kenne einfach nur 3 Nachbarn. Das hatten wir schon letztes Mal gesehen. Das war's mit der TikTok-Folge, Leute. Votet mich zum Goti. Mehrmals, schickt Soldaten in den Kampf, Leute. Schickt Soldaten in den Kampf. Ich werde euch führen, aber wir werden als Nation in diesen Kampf gehen, okay?